dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play 144 mit dem Systemstreuner. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Stau. Ich hoffe, das kriege ich gelöst. Hier ist übrigens ein Müllbägelchen, das die ganze Tour ein bisschen umsonst gemacht hat. Ich habe es noch nicht nachgeguckt, aber das werde ich noch tun. Aber so lang darf der jetzt diese Tour mitmachen. Gleich habe ich ja Glück und die Linie bleibt gespeichert, ansonsten mache ich sie neu. So. Du darfst da einmal mit drauf und du darfst losfahren. Weil wir ja jetzt hier jede Menge Asche noch drin hatten, die jetzt doch schon wieder weg ist. Okay, dann ist es halt so. Sehr gut. Du besorgst uns ein bisschen Kohle. Finde ich gut. Exportier den Spaß hier. So. Hier ist baustautechnisch alles in Ordnung. Hier können sie auch fahren. Das einzige Problem ist die Stadteinfahrt. Ich habe ja jetzt noch ein Umgehungssträßchen gebastelt. Ob halt mal die nutzen das. Hier sind noch keine Schilder dran. So. Der will wohl geradeaus, der muss in die andere Richtung raus. Aber ich kriege hier keine Einbahnstraßenbrücke so rumgebastelt. Da müsste ich irgendwo hier rausgehen und da wieder reingehen. Das geht nicht. Zu stressig und klappt wahrscheinlich nicht. So, wenn die Personalbusse durch sind, jetzt könnt ihr doch Gas geben. Gebt Gas. Ja, das sind einfach so viele Fahrzeuge hier unterwegs. So viele. Aber ich denke, der Busverkehr, der wird sich schön einpendeln, wenn nicht die Baustellen werden. Und wenn natürlich die da draußen sind, die sind mir ein Dorn im Auge. Und das löst sich hier bald. Ja, das hat man schon gemacht. Da bauen wir gerade dran. Ja. Ja, die Schaschliktieferung haben wir uns drum gekümmert. Das wird jetzt schnell gehen. Da haben wir zwei LKWs nachgekauft. Der Stau war auch Geschichte. Ich denke, sonst können wir hier gerade nichts beauftragen. Dann gucken wir, ob unsere Pipeline fertig wird und unser eigenes Öl da reinfließt. Boah, seht ihr das? Die Pipeline hat mein Feld geschrottet. So ein Mist. Ja, okay. Dann ist hier halt statt 4,18 ist halt nur noch 4,70 dran. So, die pumpen gerade nicht. Das heißt, wir sind noch nicht fertig. Der hier kriegt gerade einen Stahl rein, aber er lädt vermutlich hier ein. Okay. Die anderen, die müssten auch auf dem Weg sein. Ja, wir können sie ja mal offen lassen. Also wenn die Pipeline fertig ist, dann ist es da rund. Und so lang planen wir ein bisschen Dünger. Der muss darüber, genau da. Vielleicht schiebe ich sie mir hier hin und hoffe, dass sie hier weniger stört. So, wie war das konzipiert? Geht in den Tank rein, wir zapfen es nicht vor dem Tank ab, könnte man auch, aber wir zapfen es hier ab. Weil da können wir rüberfahren und die heben wir uns auf, falls wir hier Felder machen wollen. Wie weit würde die gehen? Ja, das könnte ich machen, um ein paar Meter zu sparen, aber das will ich nicht, das sieht nicht schön aus. Aber ich würde hier... ich glaube, ich ziehe sie hier lang. Weil ich will mir nicht die Eingänge hier versauen. So, wenn wir jetzt hier... so rangehen. Und dann da drunter durch. Komm, das schaffst du. Ich glaube an dich. Liebes Spiel, du schaffst das. Oder muss ich eigentlich eh... muss ich dann lang? Hier muss ich hin. Nee, da muss ich hin. Der Rest wäre nur Sprit.
Hier muss ich hin. Genau da. Da. Ne, dann können wir hier entlang fahren. Ist nur die Frage, wie lange das Ding reicht. Und weit genug vom Anschluss hier weg. Gebäude im Weg. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da ist der Müllplatz. Da hätten wir auf jeden Fall Platz für eine Pumpe. Wie weit würde der Spaß denn gehen? Also wie weit würde ich denn hier noch kommen, wenn kein Gebäude im Weg wäre? Zu lang. Bis hierhin. Das merke ich mir mal eben. Bis hierhin würde ich kommen. Da wird man eine Ausfahrt rauskriegen. Bringt es mir was so? Da wird die Pumpe auf jeden Fall mit Strom versorgt. Mal gucken, ob hier ein Pümpchen reinpasst. Genau hier. Wahrscheinlich nicht wegen Strom und Galama. Aber wir testen es. Ich möchte mir lieber hier noch Ausgänge frei halten. Ich mache keine zweite Düngerproduktion. Und da können wir auch gerne nehmen. Nehmen wir doch die Forwarding-Pumpe. Genauso. Ich muss nur schauen, dass ich nicht so weit weg bin. Ne, die hat einen eigenen Stromanschluss. Ne, das ist nichts. Ich. Oder habe ich hier noch einen frei? Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Strom hierher kommt. Hier ist doch irgendwo einer. Ne, das war alles voll da. Ist nichts. Versuchen wir es mit der da. Bringen wir die da rein? Na, natürlich da nicht. Aber hier wäre Platz, dann mache ich sie halt hier hin. Aber möglichst weit hoch. Ich verstehe gerade nicht, warum in der Mitte rot ist. Ist da was drunter? Ach, die Leitung. Okay. So vom Gefühl her würde ich sie so hin platzieren. Einfach, dass die Richtung Bauernhof guckt. Schon mal ein bisschen. Spanner gerade halt. So, dann brauchen wir hier einen Weg dran. Ja, aber so will ich ihn nicht haben. Für die Pumpe reicht das so. So. Komme ich hier mit der Leitung hin? Ah, der Kontostand ist hochgegangen. Dann wird wohl gerade was exportiert worden sein. So. Komme ich von hier jetzt in diese Pumpe rein? Wunderbar. Wie sieht das aus? Natürlich wieder mit Knick. Ja, also so wäre kürzer. 167, 400. Ja, das macht ja gleich mal ein paar Meter aus. So. Das ist der Flüssigdünger und der muss hier hoch ins Feld. Da muss ich eigentlich hin, aber ich glaube, ja, da zwischen den Feldern. Das wäre eine interessante Fragestellung, wenn ich von hier raus fahre. Komme ich bis hier? Nein, das wäre geil gewesen. Das wäre geil gewesen, wenn ich bis hier gekommen wäre. Aber das ist nicht so. Das heißt, ich muss mit dem Ding eh hier rüber. Und da ich mir jetzt nicht noch weitere Felder kaputt machen will. Ziehe ich mir den jetzt mal an der Straße lang. Bis wohin würde der kommen? Nicht noch ein Feld kaputt machen. Bis hier circa, okay. Also gucken wir mal, ob hier ein Pümpchen passt. Dann nähern wir uns von beiden Richtungen. Und ich mache überall die Exportpumpen hin. Das sieht gut aus. Ich hoffe, das macht mir nichts Feld kaputt. Sah nicht so aus, als wenn das kaputt gegangen ist. Aber jetzt muss ich Pause machen, weil der baut mir sonst den Weg schon.
So sieht's gut aus. Schön da entlang. Und jetzt kommt da bis hier. Okay. Finde ich gut. Haben wir hier irgendwo Strom in der Nähe? Na, der ist natürlich wieder zu weit weg. Zu weit weg. Es könnte hier hinlang von dem Stadtstrom. Möchte ich den haben. Erstmal laufen lassen. Erstmal da hinten gucken. Ich glaube, das da kann ich alles in den Bau geben. Das kann alles gebaut werden. Da könnt ihr Spaß dran haben. Das frisst jetzt halt ein paar Tonnen. Oh, oh, oh. Nein, das kann nicht gebaut werden. Streuner. Was ist ein Rohrbruch? Einmal nicht aufgepasst und schon hat man einen Rohrbruch. So, der muss da dran. Er will mich jetzt verarschen. Jetzt ist es zu lang. Boah, zum Glück ist der Weg noch nicht fertig. Ich habe schon gedacht, geht es lang hier rüber, aber es lag einfach daran, ich habe das Ende nicht angenatscht. Und dann hat er wieder von vorne angefangen. Gehen wir mal noch hier rum. Bis da. So, bis wohin komme ich denn jetzt? Lass mich jetzt veräppeln. Okay, das ist gar nicht der Riesenumbauakt. Geh weg, die Straße. Können wir noch stehen lassen. Aber vielleicht das Rohr ein bisschen kürzer machen. So, und jetzt setzen wir die unterirdische Pumpe hier hin. Dass das Röhrchen nicht hoch muss und wieder runter muss. Einmal hier vorne hin. So. Und jetzt das Rohr dran. Ja, das wird jetzt ein bisschen schief, aber das ist ein ganz leichter Knick. Das ist okay. Dann einmal den Weg korrigieren. So. Und jetzt könnt ihr von mir aus den ganzen Spaß hier bauen. Einmal nochmal auf die Röhre. So. Und dann einmal durchmarkieren. Ja, jetzt kommen sie auch ran. Sehr gut. Und da auch. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen und wo wir da vorne eigentlich schon sind. Von hier kommen wir bis circa da. Ich zieh's mal hin, einfach dass wir wissen, bis wo wir hinkommen. Und von hier kommen wir wohin? Nirgends, weil hier überall Röhrchen sind. Und Brücke. Und schieß mich dort. Komme ich da nirgends hoch? Doch, da komme ich doch durch. Gerade so halt nicht. Also brauche ich noch zwei Pumpen hier. Eine da und eine da. Und zur Not, dass ich hier auch Dünger abzapfen kann, wenn ich da hoch will. Ja, da brennt gerade ein Gebäude. Ich mache mal Pause und baue das mal hin. Hier kann sie von mir aus. Ja, mach mal unterirdisch, passt schon. Also ich kann die, wenn es so langt, nee, genau andersrum. Ah, der dreht die mir nicht so, wie ich gerne möchte. So. Sagen wir mal hier. Da haben wir auf jeden Fall Strom und hier haben wir keinen Strom. Aber hier hat man Strom. Dann nehme ich das Angebot, dann lieber Strom. Dann nehmen wir den. So, und jetzt machen wir den Spaß hier richtig. Ich glaube, dann fehlt nur bei einer der Strom. Vielleicht muss ich hier so ins Feld rumgehen. Nicht, dass ich mir ein Feld schrotte. Dann haben wir die Verbindung von da nach da. Und dann müssen wir jetzt die hier noch schön machen. Die geht jetzt halt kreuz und quer hier durch. Aber ich glaube, durch das ganze Galama, das wird wieder dauern, bis ich das Grad habe. Deswegen
So dran und gutes. Boah, was kostet der Spaß? Jetzt hoffen wir mal, dass da ein bisschen exportiert wird. So, einmal hier den Weg dran bauen. So, und das letzte Stückchen weg. Und dann kann es auch in Bau gehen. Oh, ich habe mein Fenster getötet. Und der Pipeline ist hier schon fertig. Lutscht da schon was rein. Ja, so wie es aussieht. Habe ich das irgendwie jetzt das total verpennt. Da brennt es noch. Unsere Bauindustrie brennt, die Plattenfabrik. Es kommen zwei Helis angesaust und sie kippen Wasser drauf hier. Aber das kriegen sie hin, so schnell wie die Prozente gerade runtergehen. Sehr schön, der nächste Doppelheli-Einsatz. Und es geht weiter. Schon wieder ein Brückenstückchen fertig. Ihr seid ja echt der Burner. Habe ich jetzt doch zu wenig Betonmischer? Puh. Ich brauche mehr Betonmischer. Ne, brauche ich nicht. Die stehen einfach nur alle im Betonstau. Zum Glück können die hier abfahren. Also die, wo von anderen Betrieben kommen, die fahren hier rein und hier fahren die rein von dem Depot. Aber man sieht, es ist ganz schön voll geworden. Aber die fahren halt rein, ziehen sie ihren Beton rein und fahren wieder raus. Das braucht halt, bis der rein gesickert ist. Mit einem Modgebäude geht es bestimmt schneller. Aber es ist okay. Wir bauen jetzt halt massiv Brücken und das heißt, wir brauchen massiv Beton. Wir bauen hier Brücke, da Brücke, dort Brücke und dann bauen wir noch anderes Zeug, wo Beton braucht. Da hinten ist auch schon alles fertig geworden. Finde ich super. Ja, finde ich super. Genau so würde ich sagen. Also die Frage ist jetzt... Also wir haben ja da natürlich 15 Tonnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mal 7 gehabt, was da lokal drin lag. Das sind 105 Tonnen gewesen, die auf einen Schlag so papp durch die Pipeline durchgegangen sind. Also das heißt, unser Import von Sprit müsste aufhören. Wir sind jetzt aber auf 100% voll. Verbrauchen wir nicht genug? Machen wir hier sogar schon mehr? Also ich sehe noch nicht, dass hier der lokale Speicher ansteigt. Aber das muss ich auf dem Schirm haben. Wenn ich hier natürlich sehe, die haben alle voll, dann weiß ich, ich brauche da einen größeren Tank. Der ist jetzt auf 100% voll. Kriege ich das mit einem Overlay raus? Ich habe es nicht ausgerechnet. Pi mal Daumen habe ich gesagt, die müssen reichen für Chemiewerk, dass die hier Gas geben können. Wobei das Chemiewerk halt gerade nicht 100% macht. Einmal das Overlay vom Öl. Tankstabil voll und euer Radius da auch voll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine exakte Punktlandung war, weil die bewegen sich ja keinen Millimeter eigentlich. Das wäre ja echt genial, wenn es gerade so lang für 100%. Weil jetzt wegen so einem 14 da einen Export anfangen. Geiler Scheiß.
Wir haben damit die Chemieindustrie und das Heizkraftwerk, das Ölkraftwerk versorgt. Apropos, was macht der Knast? Dem geht's gut, aber ich glaube, ich ziehe den jetzt damit hoch. Wobei, also dann könnte ich hier noch ein bisschen Öl verheizen und hätte hier ein paar Knastis, die da reinspringen, weil wir haben ja jetzt öfter mal Personalprobleme. Die Frage ist nur, was mache ich mit diesem Stückchen hier? Ich will das nicht mehr haben. Ich will das hier weg haben. Ich will, dass es wegkommt. Nee, das geht jetzt weg. Das stört mich. Und das da will ich eigentlich auch weg haben. Machen wir uns hier eine Verbindungsstraße hin. Und jetzt machen wir da Abriss. Der Spaß muss weg. So. Liebes Abrissbüro, machen wir das mal weg. Ziemlich zügig. Und wenn wir beim Thema Abriss sind, dann fällt mir ja gleich wieder mein cooler Kreisverkehr ein. So, mach den mal weg. Wenn ich halt das Stück hier abreiß, dann steht so lange die Produktion. Nein, steht sie nicht. Wenn ich einen Personaleingang hinkriege. Ja, genial. Es muss hier gerade keiner da reinfahren. Dann Personal latscht da rein und das andere Ding reißen wir auch noch ab. Und dann machen wir hier die gescheite Straße hin. Ich denke, das müsste so funktionieren. Sackeln sie da drüben rein. Und wir reißen dieses Stückchen ab. Weil wenn hier der Gefängnisbus hin und her pendelt, dann ist das das Scheiße. Dann können die nicht mehr hinfahren. So, auch einmal den Abriss zuteilen hier. So. Die mögen eh den Fußweg hier irgendwie mehr. Ist das da? Ach nee, weil sie hier nicht durch können. Okay. Ja, die müssten halt hier außen rum da rein. Vielleicht kann ich denen auch einen gescheiten Weg hinmachen. Na, da ist halt hier der Ausgang. Okay. Aber die können hier rauslatschen. Dann müsste es kürzer sein, wenn ich hier so später da reingehe. Können wir das kleine Stückchen schon mal bauen. Läuft jetzt gerade über die Baustelle. Ach, die laufen hier über den Matschweg und es sieht nur so aus. Geht schön rein buckeln, wir brauchen Kohle. Aber durch den Node müsste ich eigentlich parallel das Gefängnis schon bauen können. Aber dann kann es halt sein, die Knastis ziehen ein und das ist dann blöd. Aber das da kann ich hochziehen. Das können wir starten. Jetzt nochmal den Ölvergleich. Wie sieht's aus? Habe ich da jetzt echt so einen Lack, dass das genau aufgeht? Der war vorhin auf 0,5. Der war, glaube ich. Also ich denke, ich muss mal gucken, ob sich da im halben Jahr ein kleines Pfützchen ansammelt. Aber Fakt ist halt auch, hier wird bald mehr verbraucht. Sobald wir hier noch die Pümpchen und hin und her dran haben und... Ja, ab da wird dann mehr Strom verbraucht. Mann, ich habe die zweite Stadt noch gar nicht und habe schon von dem Ding hier eine 30%ige Auslastung. Ich habe irgendeinen Knopf übrigens gedrückt, dass da oben FPS dran stehen. Ich weiß nicht welchen. Bleibt es halt drin, bis es wieder verschwindet. Ich weiß irgendwo beim Screenshot machen wir das, glaube ich, habe für fürs Team so ein paar Screenshots gemacht gehabt. Aber ich drücke jetzt nicht lustig die Tasten durch. Du wolltest bestimmt Kohle. Was macht die Tankstelle? Ist die schon rund? Ah ja, dann können wir die doch beliefern. Ah, mal die Tabelle zücken. Na, so einfach geht's glaube ich nicht, weil wir gar keine Fahrzeuge haben in der nächsten. Ja, noch keine Fahrzeuge drin. Hier haben wir welche drin. Aber das können wir uns ja einfach machen. Jung, zieh da oben. Und du kriegst nochmal einen. Wir haben das Geld.
So, Workshop beinhaltet Flüssigtank. Kapazität 17 Tonnen. Du kriegst 2 dazu. Der ist mit 3 bestückt und mit 3. Ich mache einfach, dass es gleich bleibt, hier nochmal den alten mit rein. Der andere hat gesagt, verkauf den Spaß und hol dir neue. Aber hey, ich habe einen super Schrauber in der Republik. Der Abhelm ab, der wird die schon alle im Schuss halten. Was habe ich falsch gemacht? So. Da noch einen rein. Einfach, dass wenn sie gleichzeitig brauchen, dass sie dann gleichzeitig kriegen. Und da noch einen rein. So. Und hier wollen wir uns jetzt auch gleich noch welche. Mit Workshop und mit Flüssig. Auch gleich 4 Stück. Müssen noch ein bisschen Kohle rausprassen. Oh, ich habe wieder vergessen, dass ich Stahlpipeline baue. Ja, der Streuner denkt mich immer an alles. Also, hoffen wir, dass es nochmal gut geht. Wir holen uns hier den Treibstoff raus, wie bei den anderen auch. Ich glaube, wir hatten 30 Tonnen, dafür gucke ich jetzt mal rein. Das sagt der 43% entladen. Einmal die Pause, einmal 43% entladen rein. Gut. Tankstelle wird befüttert. Dann war mein Gedanke, wenn ich hier Knastis hin und her juckle, brauche ich hier eigentlich auch noch eine Tankstelle. Oh, die trampeln hier schon alles durch. Jetzt muss der Schutterblut. Ja, okay, das ist mehr als ein Müllwagen kann. Soll ich da nochmal einkaufen? Nee. Die machen eine extra Tour und gut ist. Aber das heißt, viele Müllwagen sind gut für schnellen Abriss. Hätte ich 4 gehabt, wäre jeder einmal gefahren. Und hier wird noch dran gearbeitet. Aber da ist es auch so ein Stückchen. Okay, die springen rein. Ohne Maschine, trampeln alles kaputt. Jetzt sehen wir es mal. Und du machst jetzt echt das kleine Stück hier. Ich bin stolz auf dich, aber du bist ganz schön rostig, mein Großer. Ganz schön rostig. Ja, kurz vorm Reparieren. Aber beim Ab wird's schon lösen. Es raschelt hier auch so, als wenn jetzt alles klein gemacht wird. Okay, es muss nur noch Müll raus und dann ist er fertig. Lassen wir uns benachrichtigen, dann können wir da weitermachen. Von der Planung her, die müssen tanken können. Tanken, tanken. Jetzt muss ich erstmal wahrscheinlich den Weg hier ein bisschen rumfrickeln, wenn die ausgestiegen sind, dass ich da Platz kriege. Vielleicht kriege ich das hier hin. So. Springt schnell rein, genau. Machen wir den weg. So, jetzt habe ich da ein bisschen Planplatz. Hier wäre auch eine kleine Tankstelle ganz schön, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich zu eng hier. Einmal nach Betankung gucken. Ich habe einfach, wenn ich hier meine offenen Baustellen weg habe, dann habe ich einen freien Kopf für die nächste Stadt. Und solange dann noch gerade sowas ist wie jetzt Dünger oder Öl oder dann möchte ich es einfach gern fertig machen. Dann kann ich danach besser fokussieren, wenn ich weiß, hier läuft alles. Genauso wie mit diesem Scheißstau, den will ich nicht mehr haben und dann muss die Brücke halt noch hoch. Tankstelle. Das war doch eine schöne kleine. Geht wahrscheinlich dazu wieder. Aber es ist eine Einbahnstraßentankstelle. Ohne Scheiß, ich mach die da hin. Ja, ich mach die hin mit ihren 12 Tonnen. Oder wie waren die da? 20 Tonnen. Passt die da hin.
der Fußweg nicht mehr. Aha. Ja, der Fußweg. Hast du hier hin? Na, da ist doch noch viel besser. Ja, geil. So passt sie. Ich weiß nicht, was das ist. So will sie nicht. So will sie. Also, was ist das? Warum sind da kleine Punkte drumherum? Weiß jemand, was das ist? Mir egal, ich setze jetzt dahin und dann kriegt sie ihren Weg dran. Ich glaube, die hat auch gar keinen Strom gebraucht. Kann das sein? Doch, die hat eine Sicherung. Aber ich habe doch hier Strom. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Alles gut. Bisschen verstreunert. So. Bauen wir das da schon mal. Dann können die hier richtig zügig hin und her fahren. Ich denke, ich werde hier zwei Transporter oder vielleicht auch nur einen machen, der die ganze Zeit hin und her bindelt. Bam, 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 bam. Und die mir alle reinhaut. So. Also effektiver kann ich die Knastboys nicht mehr darüber bringen, vorausgesetzt dieses Heizungskonstrukt hier läuft. Ich habe schon wieder vergessen, was ich euch zeigen wollte. Ihr habt ja gesehen, da liegt ein Haufen Kleidung drin. Boah, der hat zweimal reingeladen, lokal. Weil vorhin waren wir noch irgendwie bei weniger. Was glaubt ihr, was der Spaß hier wert ist? Was wir hier in der Stadt liegen haben an Kohle? Ich habe es mir vorhin angeguckt und es hat mich vom Hocker gehauen. Also, ich bin schon wieder falsch. Ich bin so wuschig, ich finde schon gar nicht mehr mein Rathaus. Ach, ich meine die Botschaft von Schonland, ja. Liebe Botschaft, was brauchen wir hier denn so? Oder was haben wir hier denn so? Wir haben fast 1 Million da in Gemateralien. 880.000, guck mal da. Allein in der Stadt haben wir 2,3 Millionen an Kleidung. 2,3 Millionen an Kleidung, genau. Und deswegen sieht es auch gerade nicht rosig aus. Aber bald fliegen die Motten. Bald fliegen sie. Und zwar dann, wenn hier der Puffer voll ist. Bis dahin halten wir uns irgendwie über Wasser und hoffen, dass das noch gut geht. Aber ihr seht, wir sind nicht arm. Also, pff, da ist jede Menge Holz drin. Das, 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 das bisschen und das hier. 2,3 Millionen an Kleidung. Für meine erste Stadt. Ja. Chemie sieht auch interessant aus. Das gleiche Spiel mache ich mit allem. Also, wenn ich irgendwo Fleisch produziere, dann wird das in alle Städte so reingekarrt. Und das reicht jetzt halt ewig. Also ich werde mal... Ich bin gespannt, wann hier der nächste Transporter hingeht. Wann die jetzt diese Tonnen an Kleidung verbraucht haben. Und Elektronik wird natürlich am interessantesten. Das wird nochmal viel mehr wert sein als das hier. Denke ich zumindest. Können wir ja mal vergleichen. Alkohol und Essen kommt in der nächsten Stadt dran rein. Dann haben wir schon mal alles bis auf Fleisch und bis auf Elektronik hier drin. Das wird geil. Und die können jetzt hier chillen. Okay. Finde ich okay. Ihr habt einen guten Job gemacht. Vielleicht fällt mir noch was für euch ein. Ihr dürft erstmal ausruhen. Ich könnte so einen auch hier fürs Wettrennen benutzen. Demolition Derby oder so. Wen kann man wegwalzen? Ich muss hier immer einmal drüber bügeln, dass sich auch der Horsch da hinten die Aufträge zieht. Dass einfach alle mit an Bord sind. Was macht unser Baustau? Hier sieht es eigentlich gerade ganz gut aus. Nur monetär sind wir hart am Absacken. Was wir halt gerade verkaufen, ist ein bisschen Öl. Ein bisschen Dünger. Nehme ich mal an. Ja, die Düngertransporter, die sind on the road. Kleidung muss jetzt halt erstmal voll laufen. Bis, ja, bis, keine Ahnung, 90% oder was es war. Der Verkehr hier hat sich sehr beruhigt. Darüber reden wir nicht. Das ist mit dem Dorn im Auge. Da gucken wir auch ganz schnell weg. Ich
Ich kann die Klopp hier nicht hinzufügen, wenn sie nicht gebaut ist, oder? Die Tankstelle. Ja. Aber gleich müsste hier unser Schrottwickel sein. Ach komm schon, du hättest doch jetzt beim anderen aufladen können. Willst du mir jetzt das 14 liegen lassen? Ja, das ist dieses Load Balancing. Also, der sagt jetzt, da ist mehr auf der Baustelle noch an Schrott, deswegen fährt er da hin und unten ab. Er macht nicht die erste fertig und dann die zweite. Die kümmern sich um alles gleichzeitig. Was doof ist, sonst könnte ich hier jetzt schon asphaltieren. Ich hätte hier Prio drauf machen müssen. Ihr seht, da ist kein Fahrzeug dran. Hätte ich so Prio machen müssen. Dann hat er es nicht gemacht. Ist genau das gleiche wie beim Bau. Überall schaffen sie ein bisschen dort rum. Ah, die geilen Pipelines hier. Da wird bestimmt einer ausflippen, wenn er sieht. Und wer weiß, wem diese Pipelines gefallen, lass gerne mal in den Chat schreiben. Da gab es nämlich einen. Ja, was fällt des Todes? Was macht das Öl jetzt hier? Oh, oh, oh. Jetzt sieht es schon so aus, als wenn sie voll laufen. Aber lohnt es sich dafür? Wie weit müsste ich denn kommen? Ich müsste hier rausgehen. Bis davor. Bis hier zum Export hin. Nee. Nie im Leben werde ich das tun. Aber. Muss ich mir mal hier anschauen. Vielleicht kann ich das Öl in die Richtung noch abzwacken. Und hier auch noch ein Kraftwerk hinsetzen für. Für die Stadt und so weiter. Ich glaube, das erste, das geht dann in die Knie hier, das da. Also gerade ist ruhig, weil halt alles durchgepumpt ist. Aber wenn die Pumpen anspringen, wenn der Dünger gezogen wird und der ganze Strom fließt. Wie sieht das hier aus? Mit den Röhrchen. Hier habe ich keinen Ausgang dran, wo ich missbrauchen kann. Hier habe ich aber einen. Und ich kann hier priorisieren. Das heißt, ich kann sagen, gucke erst, dass da unten alles voll wird. In diesem Tank. Und danach schaff's mir gerade wieder da hoch in die Richtung. Mal schauen, wie weit dieser Weg hier gehen würde. Und das Feld ist ja jetzt eh schon geeimert. Wenn man es mal so nennen kann. Aber das eine Feld wird mich jetzt nicht umbringen. Wahrscheinlich genauso lang wie das da. Ich könnte mir zumindest, dass die hier weiter produzieren können, den Zwischenpuffer hier einbauen. Wo das Öl reingepumpt werden kann. Von dem ich dann weitergehen könnte, weil dann müsste ich hier keine Pumpe setzen. Die Pumpe pumpt sie in den Zwischenpuffer rein und von dort habe ich wieder diese Reichweite und da kommt dann die nächste Pumpe und hier kommt dann wieder die nächste. Also, das spart mir eine Pumpe und ich habe einen Tank. Das wäre eigentlich eine coole Geschichte. Jetzt brauche ich nur den Tank dafür. So. Eigentlich will ich auch, dass er nicht an die Straße hingeht. Die Röhre kommt von hier. Sind jetzt Stromleitungen. Wenn er da hinkommt, dann müsste er doch auch hier hinkommen. Hoffe ich mal. Das probieren wir mal. Ob ich hier hinkomme mit dem Öltank. Dass da jetzt der Überschuss reingeht. Ich mag es auch nicht, wenn er liegen bleibt, aber ich mag das andere genauso wenig. Wenn ich ihn an der da lang ziehe, wird wahrscheinlich wieder noch mehr Feld geschrottet. So rein. Okay. Oh, das Geld. Hat das Feld noch mehr kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. War eh schon voll zerstört. So von mir aus. Nee. Das sieht nicht schön aus.
einmal mit Profis arbeiten. Hier parallel. Und dann da rein. Gerade. Ach, kann er nur so wenig Kurve? Dann machen wir halt so und so. Und das da weg und den weg. Und den dran. Und den weg, da kann ich dann weiterbauen. Aber jetzt ist es halt ein großer Node und die können es gemeinsam hier hochbuckeln. Ja, weil wir eh so wenig Kohle haben, da macht die Pipeline gleich mit. Vielleicht wird der Spaß fertig, bevor die Pumpen hier überlaufen. Ansonsten, ja, die sind kurz vorm Stehenbleiben. Ein paar schon. Das ist doch unser schwarzes Gold. Abriss ist fertig, Halleluja. Also ich überlege gerade, ob ich das als Rekonstruktion haben möchte. Oder ob ich es anders haben will, ob ich hier Lampenweg nehme. Ja, aber ich komme erst hier mit den Fußgängern raus. Ne, da geht der Weg besser. Dann machen wir da keinen Lampenweg hin. Dann kommt da normale Straße hin. Genauso. Und wenn hier jetzt noch einer den Müll abholen würde, dann wäre das echt cool. Sieht aus wie ein Gullideckel hier. Macht ihr mal bitte einen Export? Ich brauche Kohle. Oh, die sind auch noch lang beschäftigt. Kommt hier wenigstens der Müllwagen. Ja, kommt gerade von der Grenze wieder. Habt ihr euch gut eingelebt, Neubürger? Bahnhof. Nächstes Mal zweispurig, nicht einspurig reinfahren. Wäre jetzt nicht der Akt gewesen. Zweispurig raus, zweispurig rein. Und mit Grasverkehr. Streuner muss dazu lernen. Wer fährt denn hier schon wieder rum? Naja, naja, von wegen VW-Bus. Ich hab's gesehen. Wo hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Sonst hat's keiner gesehen. Geheim. Habe ich noch irgendwas, wo mir hier weh tut? So, ich war mal kurz abwesend. Ja, wo waren wir denn hier? So, Glücklichkeit. Quick Check. Zufrieden. Alle sind zufrieden. Alle haben Essen. Alle sind hier gesund. Loyal. Ja, tut sich nicht mehr viel. Alkohol. Das schwankt irgendwie ein bisschen. Kultur, ja. Und Gürre, na gut. Kleidung. Also da habe ich den Tipp gekriegt, ich soll besseres Wasser nehmen, aber ich nehme ja schon das gute Quellwasser von hier. Oh, Radios haben sie, Fernseher haben sie, jede Menge Zeug haben sie. Sehr schön. Keine nicht aufgeklärten Verbrechen, Straftaten, naja. Aber ich glaube, das Gericht, das kommt noch hinterher und im Knast hat es auch noch Platz. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.